Liebe Freundinnen und Freunde, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung sind ohne gute Bildung und Wissenschaft undenkbar. Für mich ist Bildung elementarer Säule des Sozialen und Basis einer kreativen, wissensbasierten Green Economy, so wie wir sie wollen. Kanzlerin und Koalition haben die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Die hat sich aber als Fata Morgana entpuppt. Schwarz-Gelb hat die Chancen vieler Kinder verspielt und falsche Prioritäten gesetzt. Das muss sich ändern. Eine andere Bildungspolitik ist nötig und sie ist möglich, liebe Freundinnen und Freunde. Wir arbeiten längst daran. Das bundesweite Ende von Studiengebühren ist zum Greifen nahe. Als nächstes sind Bayern und Niedersachsen dran. Meine Mutter war Arzthelferin, mein Vater Elektriker. Mit Studiengebühren hätte ich wohl nicht studiert. In so einer Ausgangslage braucht man kein elitäres Deutschlandstipendium und keine Schuldenberge durch Studienkredite. Man braucht einen guten Studienplatz und ein BAföG, das zum Leben reicht. Und auch deswegen kämpfe ich für höhere Bildungsinvestitionen und für eine Politik, die kein Kind zurücklässt. Ein unsoziales und unterfinanziertes Bildungs- und Wissenschaftssystem, das können und das dürfen wir uns nicht erlauben. Kinder haben ein Recht auf gute Bildung. Deswegen halten wir am Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung fest. Und darum verankern wir im Sofortprogramm einer rot-grünen Bundesregierung die Abschaffung dieses irrsinnigen Betreuungsgeldes. Auf diese Bildungsfernhalteprämie einer bayerischen Provinzpartei CSU und der CDU hat die FDP noch eine neoliberale Duftmarke gesetzt, das Bildungssparen von Herrn Rösler. Damit werden Bildungskosten privatisiert und die Versicherungswirtschaft subventioniert. Beides will ich nicht. Ich will gute öffentliche Bildungsinfrastruktur für alle. Elf Jahre nach dem PISA-Schock gibt es keine Entwarnung. Die nach wie vor hohe Zahl an Bildungsverliererinnen und Bildungsverlierern wird von Ministerin Schawan systematisch schöngeredet. Die Bildungsspaltung in Deutschland, sie schreit zum Himmel. Jeder Zehnte ist funktionaler Analphabet. Jeder 15. Jugendliche bricht die Schule ab. Es sind genauso viele Jugendliche in Warteschleifen, wie Münster Einwohner hat. Und über 2 Millionen Erwachsene haben gar keinen Berufsabschluss. Unser Bildungssystem produziert prekäre Generationen mit miserablen Chancen auf gute Arbeit und dem hohen Risiken auf lebenslange Sozialtransfers. Das ist empörend, das muss sich ändern und das können nur wir ändern. Gute Bildung ist gesamtstaatliche Aufgabe. Darum kämpfe ich so gegen das Kooperationsverbot im Grundgesetz. Es ist verrückt, dass der Bund höchstens in außergewöhnlichen Notsituationen oder bei Naturkatastrophen den Ländern bei der Bildung finanziell unter die Arme greifen darf. Erst wenn Lippe, Rhein und Ruhr halb Nordrhein-Westfalen unter Wasser gesetzt hat oder die Eifel durch ein Erdbeben erschüttert wird, darf der Bund bei uns Ganztagsschulen unterstützen. Diesen Unsinn akzeptieren wir nicht. Bildung ist ein Menschenrecht. Bildung ist gesamtstaatliche Herausforderung, keine Naturkatastrophe. Mein Ziel ist eine Ermöglichungsverfassung für bessere Bildung und Wissenschaft. Für mehr Ganztagsschulen statt Bürokratiemonster wie das Bildungs- und Teilhabepaket, ihr erlebt das in den Kommunen. Für einen verlässlichen Studienplatzausbau statt Hochschulmangelpakte. Für inklusive Bildung statt Ausgrenzung. Bildungsbarrieren und Verbote haben in unserer Verfassung nichts verloren. Als Arbeiterkind liegt mir der Kampf gegen Bildungsarmut sehr am Herzen. Meine Vision ist ein Bildungsaufsteigerland. Ich möchte in einem Land leben, das niemand zurücklässt, sondern alle ermutigt und individuell fördert. Ein Land, das eine neue Bildungsexpansion anpackt. Ein Land, in dem Chancen nicht nach Herkunft verteilt sind. In dem es egal ist, was deine Eltern verdienen. In dem nicht zählt, woher du kommst, wen du liebst und was du glaubst.
ein Land, das gesellschaftliche Vielfalt wertschätzt. Und für ein solches Land, dafür braucht es starke Grüne. Unsere Botschaft ist klar. Wir sind verliebt in Vielfalt. Wir kämpfen gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir sortieren Menschen nicht in Schubladen, sondern wollen, dass alle selbstbestimmt leben können. Ob Kassiererin, Landwirt oder Ingenieurin, ob alleinerziehend oder Regenbogenfamilie. Wir arbeiten dafür, dass alle gleiche Chancen haben. Wir wollen nicht Kinder, wir wollen Kinder fördern und nicht Trauscheine. Und für diese Politik und dieses Gesellschaftsbild stehen nur wir, in der Stadt und überall auf dem Land. Und auch deswegen bin ich Mitglied dieser wunderbaren Partei. Wir Grüne sind unseren Inhalten treu geblieben. Als eigenständige linke Kraft haben wir die Mitte unserer Gesellschaft nach links verschoben. Wir sprechen auch für das progressive Bürgertum. Warum auch nicht? Aber keinesfalls für das Spießbürgertum. Wir ergreifen Partei für die Schwächsten und für alle Menschen, denen gesellschaftlicher Zusammenhalt, ein funktionierendes Gemeinwesen und die radikale Ökologisierung unserer Industriegesellschaft nicht wurscht, sondern wichtig sind. Und auch deswegen stehen wir Grüne in klarer Konkurrenz zur Biedermeier-CDU. Ihr habt es schon ein paar Mal heute gehört, aber es bleibt richtig. Grün oder Merkel, darum geht es 2013. Und wer ein solidarisches Europa, eine gerechte Gesellschaft, ökologische Erneuerung und lebendige Demokratie will, für den müssen wir Grünen im Herbst nächsten Jahres die allererste Wahl sein. Da bin ich optimistisch, dass uns das gelingt. Ich danke euch für eure Unterstützung und freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Vielen Dank, Kai. Auch du hast eine Punktlandung hingelegt und an dich wurde eine Frage gestellt, und zwar von Christoph Renkel vom Kreisverband Bonn. Und die Frage lautet: Wie stehst du zu Open Access in der Wissenschaft und wie sollen wir Grüne uns dazu positionieren? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, dass wir auch in dem Bereich einer transparenten Wissenschaft und Open Access Vorreiterinnen und Vorreiter sind. Wir haben als Bundestagsfraktion hierzu auch bereits Anträge eingebracht. Und ich glaube, dass diese ganze Frage, wie wir eigentlich unsere Wissensgesellschaft gestalten und wie wir auch mit den Hochschulen und den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen hier zu guten Lösungen kommen, dass wir da Vorreiterinnen und Vorreiter sind und da im Wahlkampf auch einiges anzubieten haben. Ich meine, mein Job ist sowieso, eigentlich eine permanente Hochschultour zu machen. Und das ist etwas, was ich mit diesen Konzepten für eine transparente Wissenschaft auch gerne im Wahlkampf mit euch zusammen machen würde. Vielen Dank. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wir kommen damit zur Abstimmung. Ihr könnt wählen mit der 1 Enthaltung, mit der 2 Nein und mit der 3 Kai. Ich erkläre die Abstimmung für eröffnet. Haben alle abgestimmt? Gibt es irgendwo Probleme bei der Abstimmung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich frage nochmal, ob alle abgestimmt haben. Kein Widerspruch. Damit erkläre ich den Abstimmungsvorgang für geschlossen. Wir haben ein Ergebnis für Platz 10. Es wurden 260 Stimmen abgegeben. Das Quorum beträgt damit 131 Stimmen. Es gab 22 Enthaltungen, 34 Nein-Stimmen und 204 Stimmen für Kai. Damit ist Kai gewählt. Und ich frage Kai, ob er die Wahl annimmt.
Ja, ganz herzlichen Dank für den erneuten Vertrauensvorschuss. Packen wir es an. Grün auf.